Wir sind jetzt hier ein paar Kilometer nördlich von Leonidio. Wir waren da ja ganz toll klettern, aber so die Plätze, es war uns dann doch alles ein bisschen voll und deshalb sind wir ein bisschen weitergefahren, stehen hier an einem ganz tollen Strand ganz alleine mal wieder. Der Weg ist wahnsinnig interessant gewesen, da müssen wir auch gleich wieder hoch. Aber wir wollen dann auch wieder zurück nach Leonidio, noch ein bisschen klettern und außerdem gibt es da die Möglichkeit, Wäsche zu waschen und das müssen wir auch mal wieder tun. Wir gehen den Weg jetzt mal ein bisschen rauf, um zu gucken, ob wir da die Kurve gut rumkommen. Hier ist auch eine ganz schöne Steigung. Also unsere kleine Libelle, die wir in der Mitte haben, die hat fast 20 Grad angezeigt. Also es sind ja fast 40% Steigung. Und das ist aber gar nicht das Problem. Da oben war halt so eine kleine Kurve und der Rand ist recht unbefestigt und hat jetzt so stark geregnet. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob der Weg noch in Schuss ist, ob wir da vernünftig hochkommen. Eventuell haben wir schon überlegt, rückwärts hochzufahren, weil wir, das ist halt so eine, ja, so eine, also so eine Haarnadelkurve, die einmal so rumgeht. Und da kommen wir vom Wendekreis halt recht schlecht rum. Und zur Not würden wir halt hier einmal so vorwärts rein und den Weg dann rückwärts hoch. Aber es ist halt ein ganzes Ende. Und gucken wir uns mal an, ob wir da jetzt rumkommen. Der war jetzt ja auch nicht so schlimm wie gedacht, also, aber halt wirklich toller Strand. Dafür, dass hier heute 10 Grad und Regen angesagt sind, ist es ganz schön warm und trocken. Wir waren ja gestern auf dem Markt hier, war richtig cool, so was es hier an Obst und Gemüse gibt, super frisch und regional. Also jetzt wissen wir auch warum, wenn man hier mal runterguckt ins Tal, hier ist ja auch alles voll mit Gewächshäusern und so. Also sieht schon ganz interessant aus, das sieht man so gar nicht, wenn man durch den Ort fährt, das sieht man erst, wenn man ein bisschen höher geht. Nach dem Klettern finden wir für die Nacht einen Stellplatz im ausgetrockneten Flussbett mitten in Leonidio. Die Parkplätze an den Kletterspots sind recht stark frequentiert und außerdem ist dort meist nicht viel Platz oder man steht direkt an der Straße. Ja, eigentlich wollten wir heute auf dem Campingplatz und Wäsche waschen, aber das Wetter ist noch unglaublich gut und da konnten wir uns nicht nehmen lassen, heute Morgen nochmal klettern zu gehen. Ja, und außerdem haben wir ein neues Sicherungsgerät. Wir haben uns gestern einen Halbautomaten gekauft und das müssen wir jetzt erstmal alles ausprobieren. In einigen Tagen in Leonidio brauchen wir eine Pause vom Klettern. Außerdem hat es recht viel geregnet und die meisten Wände sind nass. Also machen wir uns auf den Weg nach Agios Andreas
Und hier gibt es ein Vogelschutzgebiet, welches zum Natura 2000 Netzwerk gehört. Wir sind jetzt hier in Nafplio, das war mal die Hauptstadt von Griechenland und wir gucken uns jetzt die Stadt ein bisschen an und gehen die ganze Promenade ab. Hier sind nämlich einige Kletterfelsen und die schauen wir uns jetzt alle ein bisschen an, das ist wahnsinnig spannend. Hier sind überall Burgen und Ruinen, also sehr, sehr schön. Ja, hier sind jetzt halt viele verschiedene Routen direkt an der Promenade und eigentlich ist ja auch Klettern verboten, steht vorne an so ein großes Schild. Aber also im Kletterführer steht halt, das ist wohl eine rechtliche Absicherung. Also es wird wohl toleriert hier, weil im Sommer ist hier halt recht viel los. Und da ist natürlich die Gefahr, wenn irgendwie das Seil runterfällt oder man Steine lostritt, dann ist das auf Passanten fällt. Jetzt wäre es natürlich gar kein Problem, weil hier ist überhaupt nichts los. Wir sind jetzt hier auf der Burganlage Palmidi und sind die 999 Stufen nach oben rauf gesprintet. Die Burganlage selbst ist leider geschlossen, aber dafür können wir diese tolle Aussicht genießen. Ja, eigentlich wollten wir jetzt gerade los zum Klettern, haben uns gerade fertig gemacht. Da haben wir Besuch von der Polizei bekommen. Der Polizist meinte zu uns, dass wir gar nicht hier sein dürfen. Also es ging nicht ums Camping, weil wir hier ja auch nur parken. Und er meinte, Argolis ist eine rote Zone komplett und deshalb dürfen wir gar nicht hier sein. Wir müssen auf dem Campingplatz sein oder eben am Hafen parken und dürfen unser Zuhause nicht verlassen, es sei denn, es gibt einen wichtigen Grund. Und das Klettern, also Sport machen, nicht als Grund gilt. Also auf dem Zettel, den wir immer ausfüllen, ist unter dem Punkt angegeben, dass man Sport machen darf, zu zweit oder bis zu drei Personen. Aber er hat das nicht als Grund angesehen und hat uns einen Zettel ausgefüllt, auf dem draufsteht, dass wir 300 Euro zahlen müssen. Wir wissen jetzt aber nicht, was damit passieren soll, weil er meinte, wir sollen das innerhalb von 15 Tagen bezahlen auf die Bankverbindung, die auf dem Zettel steht. Da steht aber gar keine drauf. Und jetzt warten wir ab, was da passiert. Mal schauen, ob da überhaupt was kommt. Aber jetzt wollen wir weiterfahren, weil die Situation ist dann hier nicht mehr ganz so entspannt und deshalb fahren wir jetzt erstmal weiter. Wir sind jetzt wieder in Leonidio, nachdem wir ja in Nafplio, ja, wie war das? Nafplio, genau. Nachdem wir in Nafplio jetzt ja verscheucht wurden, weil da Klettern nicht legal ist, was uns auch gar nicht bewusst war. Das ist ja ein anderer Kreis oder eine andere Präfektur und da sind natürlich wieder andere Regeln und das ist genau an der Grenze. Und jetzt sind wir halt wieder zurück nach Leonidio, weil hier ist das halt mit den Klettern alles kein Problem. Hier ist das ganz entspannt, hier darf man das. Hier haben sogar die Läden wieder auf und ja, jetzt warten wir erstmal hier ab, bis sich das alles ein bisschen entspannt. Und hier ist ja so viel zum Klettern, tausende von Routen und die Gegend ist wunderschön und die nächsten Tage ist wieder strahlendes Wetter angesagt. Kurioserweise sind heute irgendwie, meine Wetter-App hat heute Morgen gesagt 0 Grad und auf dem Thermometer stehen jetzt irgendwie 16, 17 Grad oder sowas. Ich glaube, wir müssen uns mal eine andere Wetter-App suchen.
Wir sind jetzt in die Berge gefahren und hier oben ist ein Kloster in der Höhle. Das ist das Kloster des heiligen Nikolaus unter dem Feigenbaum. Der Name kommt daher, dass oberhalb des Klosters wohl mal ein großer Feigenbaum gestanden hat. Der ist jetzt aber nicht mehr da. Gelesen haben wir, dass seit 2017 hier nur noch eine Nonne wohnt. Und die aber im Winter wohl auch weiter unten im Tal ist, weil es hier oben echt kalt ist jetzt auch. Hier ist gerade ein Stein runtergekommen. Es ist ja wahnsinnig ruhig. Man traut sich gar nicht richtig zu sprechen, weil es alles so schallt und es wirklich ruhig ist. Und ja, wir wollen jetzt den Wanderweg noch mal ein bisschen hochgehen und gucken, wo wir da noch so hinkommen. Wir haben die Kletterrouten jetzt gefunden und es sieht wirklich alles wahnsinnig spannend aus. Die haben auch interessante Namen, wie zum Beispiel Falling Stones. Sieht alles ganz toll aus, aber es ist wohl recht anspruchsvoll. Es fängt alles so bei 6C an, also eher so im 7er Bereich. Für mich also nicht so unbedingt was. Aber ausprobieren können wir das auch nicht, weil es jetzt den ganzen Tag nieselt und die Wände eben total feucht sind und Klettern gerade nicht so gut wäre. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg nach Astros, also wieder so ein bisschen nördlicher von Leonidio, und wir wollten nicht an der Küste langfahren, weil da sind wir jetzt ja schon zweimal lang gefahren und haben uns so eine schöne Tour durch die Berge gesucht.